Yo, ho, ho, und herzlich willkommen bei Pirates Cave. Mein Name ist Little Flay und ich begrüße euch ganz herzlich zum weiteren Stream zu Goodbye Deponia, so jetzt habe ich's. Und wir starten direkt doch mit Weiterspielen. Genau, hier waren wir. Wir haben die Heizung abgedreht das letzte Mal hier bei Boso. Er ist am Frieren, aber er möchte immer noch nicht seine Klamotten anziehen. Haben wir hier. Und dann schauen wir doch mal ein bisschen weiter, weil ich habe noch keine konkrete Idee, wie es jetzt weitergehen könnte. Wir gucken noch einfach mal. Das mit dem Seher ist ja auch noch ein bisschen offen. Wir gehen da nochmal rein. Und reden nochmal mit ihm. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Da will ich gut aussehen. Okay. Ja, was treibst du da noch gleich? Ja, ich will ja unbedingt diese Kutte haben, ne? Wir reden einfach nochmal mit ihm. Viele Infos haben wir ja noch nicht wirklich bekommen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Reinzuwaschen. Das nicht schon irgendwie da so ein Wink mit dem Zaunpfahl für irgendwas ist. Ich weiß es noch nicht. Eine konkrete Idee habe ich nicht. Was treibst du da noch gleich? Ja, ja. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Wie immer, so charmant, wie wir Rufus halt kennen, ne? Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Müssen wir... Wir können ja irgendwas mit der Kapuze machen. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Dass wir irgendwelche Sachen in die Kapuze machen müssen. Irgendwie. Aber ich glaube, das habe ich, glaube ich, schon alles ausprobiert, ne? Auch mit dem Staub und so. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht, denke vor allem... Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Zahnpasta haben wir, glaube ich, auch schon damals gehabt und hat, glaube ich, auch nicht viel... Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Gut, Zahnpasta ist auch nicht wirklich das, wenn wir ihm Geld reingeben in die Kapuze? Ich weiß es nicht. Absurder Humor ist ja an sich okay, aber ich kann diese einmalige Gelegenheit... Ich denke... Okay. Ich vermute, das, was wir brauchen, haben wir einfach noch nicht. Shampoo? Ja? Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Was ist das? Ein Toilettenhäuschen? Oder eine Dusche? Ich weiß es nicht. Nee, irgendwie, hier kommen wir noch nicht wirklich weiter. Das Tarantelglas können wir auch noch nicht nehmen. Dann gehen wir doch nochmal raus. Ah, bei dem Geist. Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Darf ich mal das Licht anmachen? Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht. Nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja,
Ach so, Scham, natürlich. Diese kleinen schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Die schamförmigen Dinger. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goal dir verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Er hat die Babyschildkröte in Zement gegossen? Bitte was? Na, ob das Goal irgendwie mitbekommen hat, ich weiß es ja nicht. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch! Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Das ist doch mal ein schönes Laster, ja meine Güte. Okay, das heißt, hier nebendran ist eine Dusche. Und das heißt, wir müssen irgendwen dazu bringen, zu duschen, damit das Gespenst abgelenkt ist. Soweit kombiniere ich das jetzt einfach mal. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in Mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Also er schämt sich so sehr, dass sein Laster ist, Leuten unter der Dusche zuzuhören, zuzugucken, wenn sie singen. Das richtig verstanden? Wahrscheinlich schon. Laster Kanaster. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Ja, wird ja schon ganz rot. Also ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne Geheimnis. Laster, wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Logisch. Nettes Laken. Nettes Laken? Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Gut, und hier kommen wir auch nicht weiter. Wir kommen ja nicht ins Fenster ran. Das heißt, wir müssen irgendjemanden zum Duschen bringen. Das ist ja hier der Schrank. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Die Jammerkammer. Macht das Sinn? Weil meine Idee war ja gerade schon, dass der Seher irgendwie duschen gehen muss oder so. Also sich waschen.
sagt ja irgendwas, waschen, wie auch immer. Und dann kann das Gespenst ja gucken. Also es ist ja auf der Höhe. Oder müssen alle zum Duschen in den Schrank gehen? Na, ich weiß noch nicht. Okay, aber jetzt haben wir schon mal mehr Informationen. Docs Zimmer, Pastetenautomat. Und für einen Pastetenautomat fehlt uns ja noch eine Münze. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. So ein Schleimtroll. Ja, es gibt wirklich hier nur das. Hier müssen wir nichts mehr machen. Und hier vorne war ja die Mülltonne mit dem Pelikan drin. Was machen wir mit dem Pelikan? Darf ich mal kurz? Meine Fresse. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen. Dabei stochert er selbst nur so halbherzig darin herum. Er hat doch gar keinen Appetit, das sehe ich doch. Müssen wir ihm was zu essen geben vielleicht? Das Maul stopfen. Nee, das hier wäre zu brutal, Fischmesser. Das Letzte, was hier fehlt, sind Tischmanieren. Könnten wir ihm Kopfkissen vielleicht? Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Fischabfälle findet der Pelikan doof. Kleiderbügel? Das scheint allerdings... Wir müssen ihm vielleicht ja irgendwas geben. Zahnpasta? Was alle... Staub aus der Kaffeemaschine vielleicht? Gesundheit! Gut, er niest nur. Dann haben wir noch Pfefferstreuer. Gesundheit. 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 Also irgendwas kann man hier dann reinmachen. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Keine Ursache. Und jetzt ist der Salzstreuer weg. Ah, und er hat jetzt so viel Durst bekommen, muss jetzt Wasser trinken wahrscheinlich. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Aha, okay. Das heißt, die ist jetzt leer. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Pelikan hat alles leer gefressen. Das heißt, wir müssen den Pelikan dazu bringen, dass er... Da schwimmt noch so ein Fisch drin rum. Können wir nicht da einfach reingreifen jetzt? Darf ich mal kurz? Autsch. Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinem Unterschnabel. Sehen die lecker aus. Okay. Ich komme wieder mit meinem Fischmesser. Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Also sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Ja, genau. Nein, ich erinnere mich nicht an den Vorgänger. Nein, aber die Erinnerungen drängen sich dennoch auf an die kleinen Babydelfine. Okay, ja, irgendwie mit dem Korkenzieher. Bitte was? Ich würde doch nie so... Ja! Damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Oh, wir könnten den Kleiderbügel vielleicht. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Schiedvogel? Das kommt davon, Dummschnabel. Jetzt kann man da reinfassen. Glitschig. Hast du was bekommen? Oh, ein Fisch? Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Er könnte doch auch mal das Shampoo benutzen, unser lieber Rufus, oder?